Gefällt ihm nicht, dass wir hier sind. Dieses Fuchsding sieht komisch aus. Das nenne ich interessant. Was ist das? Ich habe keinen Schimmer, deshalb ja mein Interesse. Aber Kristalle sind wertvoll. Vielleicht finden wir eine Verwendung. Ja, ich habe in Odins Bibliothek darüber gelesen, wofür das Gjallarhorn gedacht ist. Von einem Gott geblasen, klingt es durch alle Welten und harmonisiert den Raum zwischen ihnen. Bläst man es etwa bei Tyrs Tempel, werden alle Weltentürme des Reiches auf einmal geöffnet. Eine ganz schöne Schwachstelle. Warum hat er es nicht einfach zerstört? Manche Artefakte widerstehen der Zerstörung. Tja, wir sollten Freya davon berichten. Ihr seid hier. Es gibt etwas recht Wichtiges zu bereden. Sprich. Der Baum ist ziemlich überwuchert. Und? Und wenn er zu wild wächst, besteht die Gefahr, dass die Äste herunterfallen. Was nicht ideal ist, da sie ja die ganzen Welten halten. Ich bin kein Gärtner. Was für ein Schock. Nein, es bedarf keiner gärtnerischer Fähigkeiten von dir. Aber halte bitte nach den Hirschen der vier Jahreszeiten Ausschau. Normalerweise kümmern sie sich um den Baum. Unglücklicherweise fand es Bitterkeit lustig, Arroganz anzustiften, sie freizulassen. Wenn du die Hirsche auf deinen Reisen findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir hilfst, sie nach Hause zu bringen. Ich würde eins meiner Eichhörnchen darauf ansetzen, aber sie sind mit ihrem Futter beschäftigt. Das liegt wohl daran, dass es das Beste in den neuen Welten ist, nehme ich an. Moment, hier, nimm etwas mit. Sobald du sie gefunden hast, sollte das Futter sie beruhigen. Dann wird einer meiner Geister sie hierher führen. Und bitte isst das Futter nicht. Keine Angst. Bitterkeit fragte mich, ob ich zu feige sei, sie freizulassen. Ich bin aber in der Tat in keinster Weise feige. Also hatte ich, wie ihr seht, keine Wahl. Ja, natürlich. Was hättest du auch sonst tun können? Das wäre ein ganz harmloser Scherz, wenn Fimbulwinter sie nicht von ihrer Rückkehr abhalten würde. Und jetzt sind sie verstreut und niemand weiß wo. Das war's wert. Und? Hast du diese Lindwürmer gefunden? Das habe ich gefunden.
Der hier hat eine starke Persönlichkeit. Zum Glück kenne ich mich damit gut aus. Also, diese Spektraleichhörnchen-Geschichte. Du verwandelst deine Gefühle einfach in Geister? Das ist eine etwas unelegante Art, es auszudrücken. Diese Spektralversionen von mir sind Teile meiner Persönlichkeit, die mich oft ablenken. Durch meine Fähigkeit kann ich sie nicht nur wegschicken, um Ruhe zu finden, sondern dadurch auch sehen, was außerhalb des Baumes passiert. Wieso schaust du nicht selbst nach? Als ewiger Hüter des Baumes ist es mir nicht erlaubt, ihn zu verlassen. Ein Teil der Abmachung, aber die Unsterblichkeit ist es wert und so. Durch meine Spektralformen kann ich die Außenwelt sehen, wenn auch aus etwas farbenfrohen Perspektiven. So kann man es sagen. Diese bittere Form von dir ist anstrengend. Ich bin direkt hier, du halslose Monstrosität. Ich würde mich für ihn entschuldigen, aber bringt das was? Nun denn, ich werde euch dann mal nicht weiter aufhalten. Ist tot. Gut. Ach ja, ich... was das Schicksal will. Aber ich weiß, dass Heimdall ein preisgekrönter Schandfleck war, der massig Dreck am Stecken hatte. Wenn er deinem Jungen etwas antun wollte, ist es gut, dass er nicht mehr unter uns weilt. Die Nonnen waren da anderer Meinung. Die Meinung dieser drei weggesperrten Jungfern ist doch nicht einmal einem Ziegenfurz in einem Wirbelsturm wert. Ihr habt es nun mal getan. Kein Grund, darüber zu jammern. Liebe! Wie bitte? Das Rätsel! Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Liebe! Was für abartige Beziehungen hast du denn bisher geführt, Mimir? Das ergibt null Sinn. Ich stimme zu. Also bitte! Von euch zwei Stoffeln lasse ich mir ganz sicher nichts über Romantik erzählen. Ach, was wird größer, je mehr man wegnimmt? Oh. Hey! Nein, ich sagte, ruh dich aus.
genug. Sieh dir das an. Du hast es geschafft. Wie in allen neuen Welten konntest du Heimdall umbringen. Ich wusste, dass unser Speer funktioniert. Tja, frohes Ragnarök allerseits. Trinken wir. Ist es wahr? Heimdall ist tot? Ich kann's nicht glauben. Jetzt hält es nichts mehr auf. Odin war nur zu Frieden bereit, solange nicht mehr Asenblut fließt. Ich habe abgelehnt. Doch er hielt sich daran. Aber jetzt? Jetzt was? Wir wissen beide am besten, dass Odins Versprechen nie von Dauer sind. Und jetzt sind wir im Vorteil. Wir müssen jetzt zuschlagen. Nein. Keiner von euch begreift die Folgen. Odins Rache wird seine einzige Sorge sein. Nicht seine einzige. Die Maske. Welches Wissen sie auch birgt, das ist Odins allergrößtes Bestreben. Wenn ich zurück nach Asgard gehe, zurück. Kann ich... Zurück? Zurück? Wirklich? Ja. Wenn ich beende, was ich begonnen habe, die Maske erwecke, Antworten finde, ist das vielleicht unser Ausweg. Aber ich muss bald gehen, bevor sie merken, was geschehen ist. Atreus, du bist bei mir. Setz dich nicht wieder gefangen aus. Er ist ihnen überall ausgesetzt, Kratos. Wir alle. Alles, was wir tun oder lassen, ist gerade gefährlich. Aber Odin braucht mich. Er vertraut mir. Ich bin dort sicher. Aus taktischer Perspektive liege ich falsch? Es gefällt mir gar nicht. Aber das wäre der beste Zug. Wenn wir Odin ablenken, verschafft uns das Zeit. Und ein paar Augen im inneren Heiligtum unseres Feindes. Aber falls es wirklich eine Quelle an unendlichem Wissen gibt, dann darf Odin sie nicht kriegen. Ja, und sobald er hat, was er von dir braucht, habe ich kein Druckmittel. Ich versteh's. Ich pass auf. Vater, ich kann's schaffen. Denk an das Versprechen. Du auch. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch, Sin. Ich will immer noch wissen, wie du es geschafft hast. Du meinst, wie wir es geschafft haben? Ja, richtig gehört. Darin steckt eine Geschichte. Atreus, hör mal. Ich lass dich nicht zurückgehen ohne das hier. Ein Hammer? Deinen Schlüssel, bitte. Wenn du je einer üblen Situation entkommen musst, wirf das zu Boden und sag Quirky. Klappt nur einmal. Quirky. Danke, Sindri. Hoffe, ich brauche es nicht. Ich auch. Gut. Odin sagte, Hugin würde in der Hütte warten. Mimir, sollte ich sonst noch was über Odin wissen? Hat er vielleicht eine Schwachstelle? Wenn ich seine Augenklappe abziehe, löst er sich dann auf? Sicher, Junge, wäre das nicht. Nein. Verzeihung, das kann ich nicht. Ich muss das allein schaffen.
Auf geht's. Fan? Du bist zurück? Hey. Ist das dein Wolf? Ah! Hör auf damit. Oh, komme ich ungelegen? Ist er irgendwie danach aus? Ich kann gerne Nein. wieder... Schon gut. Das ist Fenrir. Schon gut, Fan. Sie ist eine... Ich hatte recht mit dem Messer. Du hast einen Platz für seine Seele gefunden. Hab ich. Hey, wie hast du mich gefunden? Loki? Das ist meine Murmel. Und wo willst du jetzt hin? Wieder nach Asgard? Hey, ich benutze ihn. Aha. Ongre Boda, nein. Wenn ich das gemacht habe, dann werde ich alles wissen. Wie ich Vater rette, Ragnarök stoppe und vielleicht, hoffentlich, unser Volk zurückbringe. Loki, das sind alles wirklich edle... Absichten. Doch es ist Odin. Du glaubst an mich, oder? Natürlich tue ich das. Ich hoffe nur, die Geschichte, die du schreibst, ist wirklich die, die du willst. Kannst du in der Zwischenzeit noch Fan sehen? Ich passe gut auf ihn auf. Keine Sorge. Pass auf dich auf, Loki. Na dann. Na gut. Ich muss nur Odin helfen, die Maske zu vervollständigen, ohne dass er dadurch Antworten kriegt. Kinderspiel. Er ist wahrscheinlich im Arbeitszimmer. Wenn das wahr ist, warum ist er da nicht hier? Nur weil jemand nicht da ist, um Hallo, sich zu verteidigen? Hallo, entschuldigt die Störung. Du störst hier überhaupt nicht. Fossetti geht der Sache nach. Wir werden die Wahrheit bald wissen. Das hoffe ich. Besser du gehst. Du solltest gehen. Thank you.
Ich will jetzt nicht reden. Gut. Panik bringt nichts. Nutze sie.